Guten Morgen und herzlich willkommen zum OER-Fachforum im Rahmen des OER-Festivals 2016. Es werden gleich noch ein paar Menschen dazukommen, deswegen organisatorisch gleich das Unangenehme vorab. Es werden Leute von hinten zu Ihnen kommen und wenn Sie freundlich signalisieren, dass der Platz neben Ihnen noch frei ist, fühlen Sie sich gleich viel willkommener. Ich möchte Sie erstmal willkommen heißen. Mein Name ist Jöran Moos-Mehrholz, weil der Name kompliziert ist, steht er immer auf einer Folie. Sie können sich aber jeden Drittel Bestandteil aussuchen. Ich höre auf Jöran oder auf Moos oder auf Mehrholz. Ich habe die Freude, die erste Stunde hier vorne mit Ihnen gestalten zu können und dann heute Abend nochmal bei der Preisverleihung zum OER Award. Dazwischen werden wir einfach kein Plenum haben. Warum das so ist, erkläre ich Ihnen gleich. Und Sie kriegen dann auch gleich noch von mir eine kleine Entschuldigung für das Programm. Das OER-Fachforum endet heute Abend mit der Preisverleihung. Ich nutze das kurz zum Werbeblock, weil es tatsächlich für heute Abend noch 23 Karten an der Abendkasse gibt. Wir werden heute Abend eine Preisverleihung haben und jetzt weiß ich, dass viele von uns häufig auf Preisverleihungen sind und es gehört nicht zum großen Entertainment, das die Bildungswelt zu bieten hat. Wir haben deswegen alle, die beteiligt sind, relativ stark an die Kandare genommen und haben 32 Nominierte und Finalisten und 26 Laudatoren, die alle in weniger als 120 Minuten auf und über diese Bühne hier müssen. Das heißt, niemand hat einen Redeanteil, wenn ich mich ausnehme, von, das fällt mir gerade so auf, von mehr als 150 Sekunden. Das haben die Laudatoren und die müssen sich das auch noch zu zwei teilen in Tandems, diese 150 Sekunden. Das heißt, ich kann Ihnen versprechen, dass das relativ kurzweilig, abwechslungsreich und bunt sein wird. Und es sind ganz großartige Projekte und ganz tolle Menschen dabei, die heute Abend ausgezeichnet werden oder als Laudatorinnen dabei sind. Sie haben auch den Vorteil, wenn Sie jetzt noch kein Ticket für die Award-Veranstaltung heute Abend haben, dass Sie ein Abendessen kriegen, weil ab 18 Uhr gibt es Abendessen, aber das ist dann schon der zweite Teil. Jetzt können Sie mal auf Ihr Namensschild gucken und wenn da kein Kreuz bei dem gelben Pokal ist, dann gehen wir davon aus, dass Sie nicht angemeldet sind für den Abend. Die 25, die das noch wollen, die ersten 25 können das noch nachholen vorne an der Registrierung, wo Sie dieses Namensschild auch bekommen haben. Da können Sie auch hingehen, wenn Sie ganz sicher sind, dass da ein Kreuz sein müsste. Ein Häkchen ist genauso gleich viel wert wie ein Kreuz. Wenn man das OER-Fachforum weiter anschaut, dann sieht man relativ schnell, dass das eine ziemliche Zumutung ist, allein von den Zahlen her. Man hätte dieses Fachforum, so wie es jetzt ist, wenn man nachher weiß, wie das Programm aussieht, auf zwei, wenn nicht auf drei Tage strecken müssen. Wir haben 272 Anmeldungen bekommen, bevor wir zugemacht haben. Wir pokern ein bisschen, dass nicht alle gleichzeitig da sind, weil hier dürfen nur 220 rein, sagen Sie das nicht weiter. 109 Referentinnen sind im Programm, 32 Panels und 34 Thementische setzen dieses Programm zusammen und dann gibt es auch noch die Marktplatzstände da draußen, die in drei Schichten ablaufen, sodass es insgesamt 27 Marktplatzstände sind. Das ist alles ein bisschen viel für einen Tag. Das kann man entschuldigen und vielleicht begründen, indem man die Geschichte von dem OER-Festival erzählt. Und da muss man sagen, es gibt drei Veranstalter. Die stehen mit Logo hier. Ich zähle die jetzt nicht auf, weil dann müsste ich irgendwann an Grenzen kommen, was ich aufzählen kann. Das ist nicht so, dass wir Veranstalter in unseren Büros in Lübeck oder in Hamburg uns dieses Programm im stillen Kämmerlein ausgedacht haben, sondern das ist eine Veranstaltung, bei der wir losgegangen sind und geguckt haben, wer ist in der OER-Welt im deutschsprachigen Raum unterwegs, wer möchte vielleicht dieses Programm mitgestalten. Und dann haben wir nicht nur die drei Veranstalter, sondern auch noch 7 Partner gefunden und 30 Unterstützer. Und diese 3 plus 7 plus 30, 40 Organisationen haben dieses Programm zusammengestaltet vom ganzen OER-Festival. Das heißt, wenn Sie gestern schon beim OER-Camp waren, da einen Workshop besucht haben, ist es relativ wahrscheinlich, dass es einer dieser vielen Unterstützer war, die diesen Workshop geplant und durchgeführt haben. Wenn Sie heute auf ein Panel gehen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass das koordiniert wurde, moderiert wird von jemandem von diesen vielen Unterstützern. Wenn Sie an einen Thementisch gehen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass derjenige, der Sie da empfängt, auch aus diesem Kreis kommt und die Marktplatzstände sowieso. Das heißt, dieses Programm wurde zusammengebaut von den Leuten, die sich für OER im deutschsprachigen Bereich interessieren. Jetzt kann man im Nachhinein sagen, naja, hätte man ja vorher wissen können, dass das alles ein bisschen viel für einen Tag wird. Ich behaupte, hätte man nicht. Ich glaube, ich hätte relativ viele Wetten gewonnen, wenn ich vor einem halben Jahr, als wir mit dem OER-Festival losgegangen sind, gewettet hätte, natürlich werden wir 40 Organisationen haben im deutschsprachigen Raum, die dieses Festival mit organisieren und dieses Programm mitgestalten. Ich zumindest habe es nicht gedacht. Wir haben in der Landesvertretung von Schleswig-Holstein, gastweise auch noch von Niedersachsen, jeden Raum kriegen können und insofern das Programm so groß wie möglich verteilen können. Aber es ist ein Luxusproblem, denn wie gesagt, diese Idee, 40 Organisationen tragen das zusammen, finde ich ganz überwältigend. Insofern möchte ich Sie bitten, Ihren ersten Applaus an diesem heutigen Tag für diese 40 Organisationen zu geben. Applaus.
Da ist noch ein bisschen Platz, weil es gibt noch zwei ganz wichtige Institutionen. Das sind die Schirmherren, die Deutsche UNESCO-Kommission und die Schleswig-Holsteinische Landesvertretung als Gastgeber und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident als Schirmherr. Da bitte ich nochmal einen extra Applaus, weil wir diese wunderbaren Räume hier kriegen und auch sehr stark, wie soll man sagen, anpassen durften. Das Fachforum insgesamt hat eine Struktur, die wir daran angepasst haben, wie man möglichst viel von diesem Programm erlebbar machen kann. Und dann war klar, es hört relativ schnell auf, dass einer auf der Bühne vorne steht und alle müssen zuhören. Das ist jetzt nur die ersten Minuten so. Und danach geht es in die verteilten Programmpunkte. Und da gibt es drei verschiedene Formate, Panels, Thementische und der Marktplatz. Und das finden Sie alles in Ihrem Programmheft, das Sie gekriegt haben. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, das so zu packen, dass man möglichst viel mitkriegen kann, wenn man will. Das heißt aber, man muss sich sehr selbstbestimmt und erwachsen seinen Weg durch diesen Tag planen und überlegen, wann geht man zu einem Panel, wann zu einem Thementisch, wann auf dem Marktplatz und gleich kommt noch ein vierter Punkt dazu, weil man sich eben entscheiden muss und sagen muss, okay, das ist mir wichtig, das kann ich mir danach auch durchlesen oder das ist mir wichtig und ich schaffe aber was anderes gerade dann nicht, also muss ich mich aufteilen. Schwierig, aber Ihre Verantwortung. Wir haben das Programm komplett vollgestopft. Es gibt keine Mittagspause, es gibt nicht mal vernünftige Pausen zwischendurch. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, dass wir diese Zwischenpausen nur auf 10 Minuten packen, damit man gar nicht erst in der Versuchung ist zu sagen, ich hole mir nochmal schnell einen Kaffee, sondern man muss dann eben, das ist der vierte Punkt gleich, sich seine Pausen auch einplanen. Man muss sagen, okay, in der Zeit von 13 bis 14 Uhr gehe ich nicht zu einem Panel, sondern esse Mittag und gehe vielleicht auf diesen Marktplatz, da sind interessante Stände. Es gibt über 2 Stunden lang Mittag, es gibt auch vormittags und nachmittags immer was zu essen und zu trinken. Es gibt nachher viel Kuchen. Und insofern, auch das müssten Sie planen. Der Marktplatz, da möchte ich, damit er nicht in Vergessenheit gerät, eine extra Werbung für machen. Im Programmheft auf Seite 14 und folgende finden Sie eine Übersicht, wann welche Marktplatzstände da sind, denn die sind im Schichtdienst da. Das heißt, die sind nicht die ganze Zeit da, sondern bestimmte sind vormittags da, bestimmte mittags und bestimmte nachmittags. Also auch das müssten Sie sich nochmal anschauen und ein Kreuzchen machen, wenn Sie zu bestimmten Marktplatzständen gehen wollen. Bummeln geht auch. Zielgerichtet bummeln ist in dem Fall dann noch effizienter. Der letzte Programmpunkt sind die erwähnten Pausengespräche, die bei so einem Zusammenkommen ja mindestens genauso wichtig sind wie das mit den Panels, wo Input stattfindet. Bei den Pausengesprächen können Sie das natürlich hier auf dem Marktplatz machen. Sie können das auch möglichst schnell machen, weil Sie haben ja viel vor heute. Wir haben auf Ihre Plätze diese Gesprächsanbahnerkarten gelegt. Diese Gesprächsanbahnerkarten haben die magische Funktion, Smalltalk-Phasen zu reduzieren und sehr schnell vom ersten Blickkontakt zum direkten Gespräch zum Thema zu kommen. Und damit Sie jetzt schon mal ein bisschen reinkommen, würde ich sagen, wir machen das jetzt mal eine kleine Übung, 2 Minuten. Sie tauschen mal eine Karte mit einem Nachbarn, bevorzugt mit einem Nachbarn, den Sie noch nicht kennen, und tauschen sich entweder über diese Frage aus oder auch über eine Ihrer Wahl. Sie dürfen danach die Karte behalten, die Sie bekommen haben, damit Sie weitermachen können. 2 mal 1 Minute ab jetzt. Den Gong noch mal haben hier. Hm?
lauter. Dollar. Hm? Das waren 2 Minuten. Ich merke, Sie kriegen das hin mit diesem 4. Programmpunkt. Das können Sie dann im Laufe des Tages noch beliebig fortsetzen und dann kriegen Sie auch noch Kaffee dazu. Kurz zu den anderen Programmpunkten. Wir haben ein Experiment vor und Sie sind diejenigen, die erproben, ob das gut geht. Wir haben die Panels, das ist jetzt nicht so ein innovatives Format, da sitzen oder stehen vorne Leute und erzählen von ihren Erfahrungen, berichten von ihren Eindrücken aus Projekten, von ihren Expertisen und es ist relativ frontal. Soweit so unoriginell. Was man dann bei Konferenzen und Tagungen danach kennt, ist, dass es die Möglichkeit gibt, Nachfragen zu stellen. Je nachdem, ob der Zeitplan eingehalten wurde, gibt es 1 bis 5 Nachfragen. Davon findet man 2,5 interessant, wenn es gut läuft. Und 80% der Leute im Raum sind nicht zu Wort gekommen. Deswegen haben wir gesagt, wir versuchen das mal radikal zu trennen. Nach diesen Panels ist Schluss. Es gibt keine Möglichkeit für Fragen und Diskussionen. Dafür sind all die Leute, die auf diesem Panel mitgewirkt haben, in der Stunde danach noch an einem Thementisch. 2. Programmpunkt. Die Thementische übrigens befinden sich genau da. Ich wollte mal gucken, wie viele Leute gucken. Entschuldigung. 5 Meter über uns. Da gibt es dann 8 Tische, die auch im Programm stehen. Sie können also auch sehen, welcher Thementisch ist da wann. Und wenn Sie sagen, das hat Sie jetzt interessiert und Sie wollen noch was nachfragen oder Sie wollen noch was weiter diskutieren, dann können Sie da einfach hingehen und alle Mitwirkenden finden Sie an diesem Tisch und können mit denen zu 7, 8, 9 da die Diskussion fortsetzen. Wenn Sie sagen, okay, Ihnen reicht der Input, dann können Sie woanders hin weiterziehen. Ich bin sehr gespannt, insbesondere darauf, ob, was Sie in der Evaluation sagen, wie gut das geklappt hat. Mal sehen. Es gibt auch Thementische, die eigenständig sind, die also nicht im Anschluss an einem Panel stattfinden. Auch die finden Sie im Programm. Und es gibt noch eine dritte Eigenart von Tischen. Es gibt die sogenannten Open Tables. Die Open Table haben keine Experten, die da sitzen und möglicherweise noch weiterreden, sondern soll eine Einladung sein für Menschen, die sich für das Thema dieses Bereichs interessieren. Also gibt es ein Open Table Hochschule zum Beispiel. Das heißt, es ist eine Anlaufstelle für alle, die sagen, ich suche noch weitere Menschen, die in diesem Bereich unterwegs sind, sich mit mir austauschen wollen. Es gibt jeweils einen Host, einen Gastgeber an diesen Open Tables, damit schon mal jemand da ist, wenn man kommt. Es ist sehr, sehr schwer, sich als Erster sonst dahin zu setzen. Und es gibt sogar einen Open Table, den Sie frei für sich besetzen können. Da gibt es auch eine Liste, Sie können auch eintragen. Um 17 Uhr suche ich Leute zu dem Thema, das bisher nicht im Programm steht. Und wenn Sie das auch noch twittern, sonst twittern wir es ab und zu mal, diesen Plan, sehen Sie, ob Sie da Gleichgesinnte finden können. Apropos Twitter, wir haben vorgestern aufgegeben, eigene Hashtags für die eigenen Unterteile der Veranstaltung zu benutzen. Der Hashtag OERDE16 hat sich durchgesetzt als der übergreifende. Es funktioniert sehr gut. Ich ermuntere Sie, das zu nutzen. Wenn Sie nach Insider klingen wollen, dann sagen Sie wie das Orga-Team Oerde statt OER13 oder OERDE16. 13 wäre sehr Insider. Also Oerde16 als der Name der Veranstaltung und der Hashtag sollte funktionieren. Den Marktplatz habe ich Ihnen schon erklärt. Das alles haben Sie in dem Programmheft. Sie haben bestimmt die letzte Seite schon gefunden. Das haben wir übrigens im Büro dann ausgemessen mit, wie weit sitzt der Nachbar weg, wenn man da nebeneinander sitzt und das ausklappt. Und es sollte jetzt ungefähr so sein, dass jeder es ausklappen kann. Ich bin sehr gespannt, wie der Tag heute verläuft. Wir haben das OER-Fachforum am Anfang, als wir es bekannt gegeben haben, mit einem Slogan oder mit einem Claim beworben, Macher treffen Entscheider, übrigens auch Macherinnen und Entscheiderinnen, die Leistungsschau zu Open Educational Resources im deutschsprachigen Raum. Wir haben das nicht sehr offensiv verwendet, weil das Feedback in den ersten Wochen relativ negativ war zu diesem Begriff Leistungsschau. Es ist sozusagen zu selbstbewusst, überselbstbewusst in der Kritik gewesen. Wenn man sich jetzt anguckt, was als Programm daraus entstanden ist, und das wirklich 40 Organisationen dieses Festival zusammengetragen haben, finde ich, aber doch, man kann mit einem gewissen Selbstbewusstsein losgehen und sagen, 2016 ist OER im deutschsprachigen Raum was, wo man mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen kann, das ist jetzt nicht so, dass wir alles neu erfinden müssen, sondern da ist einfach ganz viel da. Und ich freue mich sehr auf den Austausch dazu heute in diesen verschiedenen Formaten. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Zweites Kapitel dieses Plenums heute Morgen. Sie erinnern sich, das Einzige, wo wir hier zusammenkommen, diese erste Stunde, ist der Förder-Award. Der Förder-Award findet statt mit freundlicher Unterstützung und mit viel Geld von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und Sie werden gleich über 10.000 Euro bestimmen, die Projekte für neue OER-Ideen bekommen können. Dafür haben Sie in Ihren Taschen Öre. Nämlich jeder 10 Stück.
Da war übrigens im Büro die Frage, ob es einen Schwarzmarkt gibt und wie der Kurs sein wird. Also man kann das ja so ein bisschen umrechnen. Wenn 220 Leute im Raum sind, sind 2200 Öre im Raum. Und wenn es 10.000 Euro zu verteilen gibt, dann ist das so ungefähr 5 Euro wert. So eine einzelne Münze. Okay. Notiz für die Orga für nächstes Mal, leisere Tüten. Wir werden jetzt gleich 7 Finalisten auf dieser Bühne sehen. Das heißt, es gab schon eine Runde online. Es haben schon online knapp 1.000 Menschen abgestimmt über die Projekte, die in dieses Finale hier heute kommen und ihre Projekte, ihre Ideen präsentieren werden. Das wird so ablaufen, dass wir gleich als allererstes die Reihenfolge auslosen, damit es alles möglichst fair zugeht. Was Sie dafür brauchen, ist die Seite 9 und folgende in Ihrem Programmheft. Höre beiseite, Programmheft raus und am besten noch einen Stift dazu. Denn was wir jetzt machen, ist die Nummern 1 bis 7 diesen Projekten zu ordnen. Und wir haben im Programmheft ein bisschen Platz gelassen, dass Sie die Zahlen daneben schreiben können, damit Sie wissen, wem Sie nachher auch Ihre Öre geben können. Weil hier vorne gibt es Urnen, die sehen Sie nachher dann. Und da kommen diese Öre rein und da stehen natürlich nicht die Projektnamen drauf, sondern die Nummern. Weil wir dachten, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Also, Auslosung. Sie schreiben sich auf, welche Nummer zu welchem Projekt gehört und können sich natürlich auch ein paar Notizen machen. Sie können diese 10 Öre, die Sie haben, beliebig verteilen, panaschieren, kumulieren, wie Sie wollen. Sie können sie auch behalten, aber es ist eine verschenkte Stimme und das wissen Sie demokratietheoretisch scheiße. Die 7 Finalisten kommen jetzt erstmal auf die Bühne, danach kommen sie nochmal einzeln auf die Bühne, haben jeweils 2 Minuten Zeit. Sie haben übrigens keine Präsentation, spoken word only. Ich bitte Sie schon mal jetzt, für diesen Moment, wo die auf die Bühne kommen, jeweils zu applaudieren, weil das sind ja schon Gewinner, weil die sich in einem aufwendigen Verfahren tatsächlich online durchgesetzt haben. Es war nicht ganz einfach, man musste relativ viel ausführen, man musste dieses Video machen. Oh, ganz viel nicken, übrigens da vorne sitzen die. Sie können gleich klatschen, wenn die einzeln kommen. Als erstes kommt auf die Bühne Sabrina Pensel für die Forschungspost. Dann haben wir Julia Kleberger und Franzi Schmidt für Mitmach-Tutorials für junge Tüftler. Drittens René Pickard für die MOOC Extension für Wikiversity. Viertens OER für digitale LMS und Heike Schäfer-Zick. Dann Stefan Kuller für die PDF-Version von Mathe für Nicht-Freaks. Der Videokurs WhatsApp, meine Freunde und ich von Florian Borns für digitale Helden. Und schließlich das Völkerrecht verständlich dargestellt, völkerrechtliche Basics free for all, Jan-Willem van de Loo. Wir haben einen Glückshasen, nee, ist kein politisch korrekter Ausdruck, Entschuldigung. Wir haben uns ganz lange überlegt, wie man es sagen kann, aber ich habe es vergessen. Der Bühnenhase, okay. Patrick ist unser Bühnenhase, der verteilt jetzt gerade 7 Lose. Und unsere 7 Projekte gucken jetzt, welche Nummer sie haben. Und Felix Schaumburg, der sich besonders gut mit PowerPoint auskennt, wird der jetzt die Nummer dazu schreiben, sodass wir die im Hintergrund gleich noch jeweils für Sie haben. Wir fangen mal an in der Reihenfolge, wie sie bisher da standen. Das heißt, du musst sie nur da oben daneben schreiben. Bei der Forschungspost ist es die 4. Bei den jungen Tüftlern ist es die 2, wie originell. Bei der MOOC Extension René Pickard ist es die 1. Soll ich das erzählen? Auch in der Probe war René Pickard schon die 1. Und jetzt glaubt uns keiner mehr. Gut, OER für digitale Inhalte ist die 6. PDF-Mathe für Nichtfreaks die 5. Die 7 hat Florian Borns mit dem Videokurs. Und dann bleibt die 3. Haben wir die Nummern 1 bis 7 verteilt? Toll. Das hat ja schon mal geklappt. Jetzt können eigentlich alle außer René Pickard sich nochmal hinsetzen. Vielen Dank nochmal, Applaus für die ersten Schritte. Das geben wir gleich zurück und dann kriegst du ein Mikrofon dafür. Wir haben jetzt eine zweite wichtige Person, die eine Rolle spielt. Das ist Daniel, der sitzt in der ersten Runde und hat einen großen roten Timer. Der läuft gleich 120 Sekunden rückwärts, ab dem ersten Wort, das die Finalisten hier vorne sprechen. Und wie gesagt, Sie müssen sich Notizen machen, wie Sie nachher Ihre 10 Öre verteilen. Die Zeit läuft, sobald das erste Wort gefallen ist.
René, die Bühne gehört dir. Ich habe nicht viel Zeit. Alle bitte einmal aufstehen. Bitte schnell, das wäre super. Vielen Dank. So, wer glaubt, dass Diebstahl etwas ist, was nicht gut ist, der soll stehen bleiben. Wer findet, dass Diebstahl gut ist, kann sich hinsetzen. Ich hoffe, alle stehen in diesem Raum. Toll. So, wer zahlt Steuern? Alle Leute, die Steuern zahlen, bitte stehen bleiben, der Rest kann sich hinsetzen. Super, ich bedanke mich. Ich bedanke mich selber, ich bedanke mich im Namen meiner Tausenden von Kollegen, weil ich erstelle mit euren Geldern Lehrmaterialien. Das heißt, ich koste ziemlich viel Geld für euch. Nee, immer noch stehen bleiben, sorry. So, wer jetzt denkt, mit dem Diebstahl nochmal, dass diese Lehrmaterialien frei sein sollten, zugänglich für jeden, dass sie allen gehören sollten und dass ihr sie konsumieren könnt, also kurzum, dass sie OER sein sollten, bitte auch noch stehen bleiben. Toll, wunderbar, ich bin mit den richtigen Leuten im Raum im Konsens, ihr könnt euch hinsetzen. So, jetzt folgendes Problem an der ganzen Sache. Ich erzähle euch was aus der Realität eines Lehrenden. Wenn ich die Sachen teilen möchte oder meine Kollegen die Sachen teilen möchte, dann nehmen wir einfach die Plattform, die am einfachsten zu bedienen ist, weil wir wollen uns über Urheberrecht nicht so viel Gedanken machen. Das kam in den letzten 2 Tagen im Barcamp mehrfach auf. Und jetzt gehe ich zu einer Plattform wie Coursera oder Udacity und ich lese nicht mal die AGBs oder ich lese sie vielleicht doch und dann stelle ich fest, ich übergebe meine Nutzungsrechte komplett an diese Plattform. Die können also in 1 oder 2 Jahren hingehen und einfach Geld für diese Lehrmaterialien verlangen und das passiert zum Teil auch schon. Das heißt, wenn ihr die auf einmal konsumieren wollt oder eure Kinder, müsst ihr dafür bezahlen, finde ich total doof. Ja? So, das Problem ist, wir können die Lehrenden mit ihrem Bedürfnis für Einfachheit nicht ändern, aber wir können ansetzen. Es gibt die Wikiversity und ganz viele andere tolle Projekte, die sind OER von den Lizenzen her, die haben nur meistens ein total schlechtes Benutzerinterface. Ich habe über die letzten 2 Jahre mit einem Studenten zusammen das Interface der Wikiversity verbessert als Extension, prototypisch, und das würde ich jetzt gerne fertig machen und dafür brauche ich eure Unterstützung. Unsere Studierenden und andere Lehrende nutzen das bisher schon und sind damit sehr angetan. Eure Unterstützung ist toll. Ganz großes Kino. Als zweites sehen wir den Vorschlag für die Mitmach-Tutorials für junge Tüftler. Auch hier gilt, erst wenn das erste Wort gesprochen ist, läuft die Uhr los. Bin gespannt. Los geht's. Hallo, wir sind Franzi und Julia von den jungen Tüftlern und wir wollen euch sagen, wie wir uns vorstellen, den OER-Förderaward zu verwenden. Stellt euch vor, es gibt einen Raum, in dem Kinder spielend lernen und erleben können, in dem Wissen begreifbar wird und sie ihre Kreativität völlig frei entfalten können. Ein Raum, in dem es ums Mitmachen geht, um uns voneinander und miteinander lernen und in dem Wissen und alle Materialien frei für alle zugänglich sind. Ein Raum, in dem Mentoren an der Seite der Kinder stehen und wo es um das Begleiten geht. Und ein Raum, in dem jeder eingeladen ist. Genau, und diese Vorstellung ist für uns nicht nur eine Idee, sondern gelebte Realität. Junge Tüftler bietet genau so einen Raum, wo Kinder spielerisch und mit Begeisterung strukturiert und unstrukturiert lernen und sich Themen wie Technik, Programmierung und generell digitale Medienkompetenz aneignen. Und unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass es funktioniert. Die Kinder, die in unsere Kurse kommen, haben Spaß, lernen eigenmotiviert und deswegen auch besser. Ja, aber wir können leider nicht immer überall sein. Und heute sind wir hier und das heißt so viel wie, es kann nicht überall, gerade können Kinder leider nicht tüfteln. Damit es aber in Zukunft anders sein wird und auch Kinder in Leipzig, München, Österreich, ja der ganzen Welt Zugriff zu unseren Tutorials haben, wollen wir unsere Sachen als OER-Materialien zur Verfügung stellen. Und dass das funktionieren kann, haben wir schon erprobt. Gemeinsam mit unseren Mentoren haben wir in einem Wochenende einen OER-Sprint gemacht und die ersten Tutorials erstellt, wo auch Kinder anwesend waren, die gleich getestet haben und gesagt haben, ob es funktioniert oder nicht. Genau, und die ersten Ergebnisse dieser OER-Materialien könnt ihr auf unserer Website jungetüftler.de einsehen und mit eurer Hilfe würden wir gerne noch viel mehr neue Tutorials erstellen, weil natürlich unsere Liste noch sehr lang ist, deswegen unterstützt die jungen Tüftler, gebt uns eure Öre. Yay. Projekt 3, völkerrechtliche Basics Free for All. Jan-Willem Pandelow wird auch 2 Minuten kriegen und langsam wissen wir auch schon, was passiert, wenn die 2 Minuten um sind. Das hätte ich vielleicht vorher nochmal sagen sollen, Entschuldigung.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir erstmal guten Morgen und willkommen zur Kurzvorstellung des Projekts Völkerrechtlich Basics Free for All. Mein Name ist Jan-Willem Vandelow, ich bin Diplomjurist aus Frankfurt am Main mit dem Schwerpunkt Europa und Völkerrecht und ab April wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hamburg Open Online Universität mit dem Projekt Wer kontrolliert das Internet? Das Völkerrecht ist überall und bestimmt die Tagesthemen, egal ob sich der Sicherheitsrat zum Bürgerkrieg in Syrien äußert oder es um die Krim-Krise, das Klimaschutzabkommen von Paris oder die Genfer Flüchtlingsrechtskonvention geht. Sogar hier das OER-Festival hat mit der UNESCO einen völkerrechtlichen Akteur als Schirmherrin. Trotzdem ist das Thema kaum in beispielsweise Schullehrplänen verankert. Und wer mehr dazu wissen möchte, ist in hohem Maße auf das Selbststudium angewiesen, wobei OER eine große Rolle spielen. Neben diesen dann allgemein am Thema Interessierten gibt es aber auch noch eine Gruppe, die sich zwangsläufig mit dem Thema auseinandersetzen muss, die immerhin 110.000 Jurastudierenden in Deutschland. Das Thema hat also ein großes Publikum, aber kaum OER-Angebote. Diese Lücke will unser Projekt schließen. Einen kleinen, großen ersten Erfolg hatte unsere Projektidee schon, nämlich werden wir jetzt offiziell vom Arbeitskreis junger VölkerrechtlerInnen unterstützt. In diesem Arbeitskreis haben sich fast alle wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und jungen Profs zum Völkerrecht in Deutschland zusammengeschlossen. Mit ihnen zusammen wollen wir OER zu dem Thema erstellen und auf der Teaching-Section der Webseite des Vereins präsentieren. Unser Projekt hat so das Potenzial, nicht nur kurzfristig OER zu produzieren, sondern durch die Zusammenarbeit mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern langfristig Bewusstsein für Open Educational Resources bei den Profs von morgen zu schaffen. Deswegen würden wir uns sehr über Ihre Unterstützung freuen. Danke. Ich glaube, dass mehrere dabei sind, die geübt haben. Viertens, die Forschungsprof Sabrina Penzel. Hallo, mein Name ist Sabrina Penzel, ich bin Masterstudentin und ich habe heute ein studentisches OER-Projekt mitgebracht, die Forschungspost. Jeder kennt es, man kommt neu an die Universität als Erstsemesterstudent, man sieht erstmal riesige Gebäudekomplexe, meistens Massenvorlesungen und trifft auf komplizierte Fachsprache. Es gibt inhaltliche Einführungen mit dicken Einführungsbänden und es gibt Lehrveranstaltungen, aber wer nimmt sich eigentlich die Zeit zu zeigen, was Wissenschaft und Studium im Kern eigentlich bedeuten? Und wer hat eigentlich Zeit dafür, mir zu zeigen, dass Studium eigentlich eine ganz individuelle Reise ist, auf der ich meine persönlichen Interessen einbringen kann, auf der ich meine beruflichen Ziele in jeder Hausarbeit und in jedem Projekt irgendwie umsetzen kann? Die Antwort darauf lautet die Forschungspost. Die Forschungspost, das sind digitale Briefe, die von Studierenden für Studierende geschrieben werden, um diese Reiseerfahrungen miteinander zu teilen. Es ist ein narratives Format, was sowohl schriftlich wie auch in Form von Podcasts und so umgesetzt werden kann, bei dem Studenten einmal die Vielfalt von Wegen zeigen, bei dem sie Projekte vorstellen oder auch einfach die Lern- und Forschungsprozesse hinter den Projekten und Hausarbeiten sichtbar machen. Mein Ziel ist es, dass wir diese Forschungspost in Zukunft auf einer hochschulunabhängigen Website anbieten, dass wir sie zum Download bereitstellen und dass wir ein studentisches Redaktionsteam ins Leben rufen, was diese Forschungspost betreut. Dafür würde ich gerne die Fördermittel einsetzen, weil ich es jetzt derzeit schon als Tutorin an der Uni Köln einsetze und sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wenn Erstsemesterstudierenden die Forschungspost lesen und so langsam in Wissenschaft und Studium hineinwachsen können. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen, weil ich der Meinung bin, dass Studium nicht nur Daten, Zahlen, Fakten sind, sondern Studium, da geht es um neugierige Menschen, da geht es um deren Interessen und auch um den freien Dialog. Und vor allem Wissenschaft im 21. Jahrhundert, das ist für mich Offenheit und ich finde es wichtig, dass Studenten von Anfang an in diese Haltung hineinwachsen. Deshalb freue ich mich über Ihre Stimme für die Forschungspost. Danke. Der Countdown blieb bei 1 stehen, richtig? Toll. Stefan Kuller für das PDF Mathe für Nichtfreaks. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Kuller. Ich bin einer der Autoren im freien Projekt Mathe für Nichtfreaks. Um euch das zu erklären, Mathe für Nichtfreaks, das ist eine Lehrbuchreihe für Studienanfänger im ersten Semester. Ausgangspunkt ist, jeder von euch weiß es, gerade im Fach Mathematik haben Studierende große Probleme. Die Studienabbruchquoten sind groß. Und was wir gemacht haben, ist ein Lehrbuch zu schreiben, zusammen mit vielen Autoren. Wir haben insgesamt über 300 Autoren, die bisher bei uns aktiv waren.
was sehr verständlich ist. Das Feedback, was wir in den letzten Jahren bekommen haben, zeigt, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben aktuell fast 900.000 Seitenaufrufe im Jahr. Wir kriegen sehr positives Feedback von unseren Lesern und wir sind auch bei Google sehr gut gerankt. Das heißt, wir können jetzt schon vielen tausenden Studierenden konkret in ihrem Studium helfen. Was uns aber noch fehlt, ist ein PDF-Export. Den gibt es in einer schönen Form einfach bisher noch nicht. Und ein solcher PDF-Export ist notwendig, damit die Studierenden nicht nur auf unsere Inhalte online zugreifen können, sondern auch offline. Und es ist auch notwendig, damit wir langfristig auch wirklich aus unserem frei erstellten Lehrbuch dieses auch verlegen können. Deswegen wollen wir mit eurer Hilfe ein PDF-Generierungstool generieren. Dieses soll Open Source sein. Wir wollen es so programmieren, dass auch andere freie Bildungsprojekte es ganz einfach für ihre eigenen Zwecke benutzen können. Vielen Dank. Nummer 6, OER für digitale LMS-Inhalte, Heike Schaffertzig. Guten Morgen, mein Name ist Heike Schaffertzig. Ich komme von Sicher im Internet. Wir sind Softwareentwickler für E-Learning, Learning Analytics, Datenschutz und Datenhoheit. Open Educational Resources sollen offen sein. Offen in der Nutzung, aber sind sie auch immer offen in der Verbreitung möglich? Wenn ich in einem bestimmten Lernmanagementsystem einen Kurs erstellt habe, kann ich ihn nicht immer in ein anderes Lernmanagementsystem übertragen. Wenn ich in Moodle etwas erstelle, in Ilias, in OpenOLAT das zu übernehmen, ist teilweise schwierig oder nicht möglich. Wir wollen einen zentralen Content Hub herstellen, über den diese Kurse von einem Lernmanagementsystem ins andere übertragen werden können und damit dann technische Beschränkungen aufgehoben werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie für unser Projekt voten, LMS für digitale, OER für digitale LMS-Inhalte, mit dem wir ermöglichen, über den zentralen Content Hub Inhalte zu übertragen zwischen den LMS. Dankeschön. Nummer 7, Florian Borns, ist ein digitaler Held von den digitalen Helden, der Videokurs WhatsApp, meine Freunde und ich. Schönen guten Morgen. Ich bin Florian von den digitalen Helden. Wir sind eine gemeinnützige GmbH aus Frankfurt am Main. Und mit WhatsApp, meine Freunde und ich, präsentiere ich euch einen Videokurs, den wir mit Schülern und Pädagogen gemeinsam gestalten möchten. Sagt ihr euch, Selbstdatenschutz, Privatsphäre im Internet, Medienkompetenz, sowas gibt es doch schon bei ClickSafe, bei iRightsInfo, bei saferinternet.at oder bei Handysektor. Ja, stimmt, das sind alles sehr gute Anbieter und die Materialien, die CC-lizenziert sind, werden wir auch in diesen Kurs einbinden. Aber diesem Anbieter zeigen nicht die Vorbilder, die Leute, die es wirklich einsetzen, die Lehrer und die ausgebildeten Medienscouts. Wir bilden aktuell 534 Medienscouts aus zu digitalen Helden und mit ihnen gemeinsam wollen wir diesen Videokurs erstellen. Wir machen das auf 2 Barcamps im April und im Mai in Limburg und in Frankfurt und dort werden wir die Erfahrungen, die Tipps dieser Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte sammeln und gemeinsam ja, dann eben diesen Videokurs dann auf die Straße bringen, sozusagen ins Netz bringen. Aus Schülersicht stellt sich das ungefähr so dar. Du bist nachts aufgewacht von deinem Handy, schaust auf WhatsApp. Du siehst den Kommentar zum wiederholten Mal im Klassenchat. Es war schon öfter so, auf dem Niveau du fragst, was jetzt? Mann, die haben doch mal echt keine Peilung, Mann, das ist so krass, echt. Hast du Stress im Internet und so? Helf ich, fragst du dich manchmal, warum, wieso? Dann helf ich, fragst du dich, warum gibt er das Preis? Es wird gepostet meist für die nächsten 20 Likes. Ja. Also, stimmt für die digitalen Helden, stimmt für WhatsApp, meine Freunde und ich. Social Media Kompetenzen in die Schule bringen. Wir wollen WhatsApp Kompetenzen in die Schule bringen. Danke für eure Unterstützung. Tschüss. Ich bin sehr froh, dass ich keine 10 Euro habe. Ich wüsste jetzt nicht so richtig, was ich damit anfangen soll bei den Projekten. Man kann es ja nicht mal direkt verteilen, wenn man sich nicht entscheiden kann oder sowas.
gemurmelt kam eben die Frage, kann man nicht wenigstens einen behalten? Also theoretisch können Sie auch 10 mit nach Hause nehmen. Sie müssen halt warten bis heute Abend so um 10 oder sowas, wenn wir nämlich die Preisverleihung abgeschlossen haben und auch die Förder-Award-Finalisten ihre Förderung bekommen haben. Denn erst dann wird das Ganze aufgelöst. Sie haben also jetzt gleich, wenn es hier zu Ende geht, die Gelegenheit hier vorne in die 7 Uhren ihre Münzen zu werfen. Wenn Sie das nicht jetzt sofort machen wollen, weil Sie sich erst noch beratschlagen wollen, finden Sie die Uhren an der Registrierung. Die Deadline ist 17 Uhr. Wir haben Daniel da. Daniel hat eine ganz, ganz wichtige Rolle. Er ist nämlich nicht nur der strenge Zeitwächter, sondern auch der strenge Urnenwächter. Und der steht hinter den Uhren und guckt den ganzen Tag streng, damit das alles mit rechten Dingen zugeht. Was gibt's denn da zu lachen? Jetzt muss er alles hier seine Ordnung haben. Was mir noch zu denken gibt, vielleicht ist das auch ein Gesprächsanlass für die Pause, wenn sich jemand mit mir unterhalten will, ist der Altersdurchschnitt der Projekte, die hier vorgestellt wurden. Also nicht der Projekte, sondern der Projektanbieter. Das fand ich ganz interessant. Das ist uns erst bei der Probe aufgefallen. Gut. Mehr gibt es hier gemeinsam im Plenum nicht zu sagen. Jetzt sind Sie dran, müssen das Beste aus diesem Tag machen, haben ein breites Programm, auch im wörtlichen Sinne vor sich. Die längste Pause, die im Plan jetzt noch ist, ist die jetzt bis um 11. Ich freue mich, wenn ich viele von Ihnen heute im Laufe des Tages sehr angeregt diskutieren sehe. Wir sehen uns hier erst wieder um 19:30 Uhr für die große Preisverleihung. Vielen Dank für den guten Auftakt. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Tag.